Willkommen bei mir, dem Thorsten Agathoto, beim Clan, viele Clans. Ich bin erstmal im Clan Tirol und ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen, Zeitmanagement. Also Zeit ist knapp, Zeit ist eng und irgendwie habe ich mich auch total verdattelt, muss ich ganz klar mal so sagen. Denn ich war hier mit einem Charakter, nämlich mit dem Avatar im Clankrieg und habe das ja jetzt nicht wirklich verpeilt. Ich wusste schon, ja Toto, du hast noch Clankrieg mit dem Avatar, aber irgendwie habe ich das zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt, hier mal ordentlich einzuloggen, also so ein bisschen konzentriert einzuloggen, und habe dann heute die Polter diesen Angriff hier noch hingelegt und habe eigentlich gedacht, der Toto, dass also auf dieser Base war noch kein Stern drauf. Also ich habe nichts zu verlieren gehabt hier, denn nach mir hätten hier diese Base auch noch andere angreifen können, aber ich habe gedacht, da muss jetzt durch. Ich hatte natürlich schon ein bisschen Truppen vorgebaut. Zudem kam ich an diesen Account komischerweise nicht dran und irgendwann hat er dann doch geladen, nämlich auf meinem Handy, und da muss ich den Angriff hier auch am Handy machen und bin hier also ganz steif mit den Bolern durchgegangen. Ich glaube, der Funnel war noch ganz gut, also typischer Drei-Sterne-Kampf eigentlich, so richtig schön entgegen des Rathauses da oben, denke ich mal, über die andere Flanke, ich weiß nicht, wer da reinkommt. Aber hier laufen jetzt, das fand ich sehr, sehr schick, hier laufen meine Bowler so schön die Bahn entlang. Und habe allerdings hier oben so ein bisschen Glück gehabt, das werden wir gleich sehen. Also die Bowler machen hier mit allerletzter Kraft gerade noch so die beiden Infernos weg. Immerhin Level 5 Infernos, habe ich auch nicht gesehen. Der Rest der Base ist noch so ein bisschen 4-5. Und jetzt habe ich noch eine Queen hier oben, beziehungsweise hier unten. Hier oben habe ich noch nichts mehr, nur noch Heiler. Und jetzt passierte eigentlich das, habe ich auch gedacht, oh, Toto, das sieht gut aus. Queen noch voll, aber nur noch ein Heiler jetzt, nämlich der vorletzte Heiler stirbt mir hier noch gerade so. Und was jetzt passierte, da habe ich auch gedacht, oh nee, das kann nicht sein. Erste Riesenbombe, scheiße. Und eine Skelettfalle auch noch. Oh nein, zweite Riesenbombe. Diesmal keine Skelettfalle, hurra. Und jetzt musste ich die Queen natürlich irgendwann mal zünden, weil hier stand noch ganz, ganz schön viel Dev und noch eine Riesenbombe da. Da. noch eine Riesenbombe. Ja, danke schön. Und der Bombenturm geht jetzt auch noch hoch. Danke. Noch eine Bombe. Jawohl. Und jetzt nur noch eine Queen mit einem Heiler. Nur noch eine Queen, ein Heiler. Und ich habe hier echt gezittert. Also zeitmäßig war es jetzt kein Problem. Aber ich habe hier gezittert, dass die Queen durchhält. Denn der eine Heiler, ja. Ah, jetzt macht es natürlich erst ein Lager, aber die Doppelkanone hier hat natürlich eine kürzere Distanz. Und das war vielleicht so ein bisschen mein Glück, weil wenn die jetzt schon anfängt zu feuern, noch eine Skelettfalle erstmal, wenn die jetzt schon anfängt zu feuern, das packt meine Queen nicht, weil wenn die ihre Feuerstöße da raushaut und noch, und noch eine Bombe, Alter, der hatte alle Riesenbomben hier oben in dem Segment. Mann, hier seht ihr das noch, die Einschläge. Naja. Ist mir mal gelungen, der Angriff hier, und wir haben die Partie hier auch gewonnen, 41-38. Ich habe mir dann am Ende sagen lassen, den Gegner hatten wir von Anfang an quasi schon in der Vorbereitungsphase im Griff. Aber ich wollte auf mein RA11 springen, denn da habe ich auch so ein bisschen was Nettes für euch im Petto. Ja, und in dem Dorf habe ich im Moment überhaupt kein zeitliches Problem, erst recht nicht, wenn ich mir erstmal eine Base anschaue. Ja, ich schaue mir erstmal eine Base an. Und zwar ist es der Destroyer vom Clan Frankfurter, ein Clan Level 15. Und er ist da schon länger drin, glaube ich zumindest, und war wahrscheinlich kurzfristig mal woanders. Deswegen hat er hier auch eine kleine CK-Sperre. Aber es ist ein kleiner, ich nenne das mal so, ein kleiner RH9. Hat aber richtig viele CK-Stände schon gemacht. Ich denke mal im 8er Bereich hat die Valkyren unterschätzt und hat sie erst gar nicht gelevelt als Rathaus 8er. Mal sehen. Oh ja, die Base. Okay. Komische Base. Ich muss sagen, diese Base hatte ich auch schon, allerdings immer mit X-Bogen. Und grundsätzlich hat man mir immer ganz, ganz leicht das Dunkle geklaut. Also ich empfinde diese Base als nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber er ist hier auch, ja, so ein bisschen. Die hätten noch ein Level vertragen, also die Magiertürme. Und der Rest ist natürlich noch auf RH8 Niveau. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Base überhaupt vom Destroyer im Moment aktiv ist, denn er baut überhaupt keine Truppen. Ich hatte die Base mir schon mal vor einer Stunde angeguckt, habe gedacht, naja, vielleicht hat er gleich Truppen oder gleich laufen vielleicht seine Kasernen an.
Vielleicht ist es auch ein toter Account. Also die Base hier ist relativ low noch, aber er ist, denke ich mal, noch nicht so lange auf dem Rathaus-Level hier und sollte aber in jedem Fall den Flächenschaden hier nachziehen. Der Rest hier, ich glaube, ich sehe noch keine einzige Defense hier auf Rathaus 9 Niveau, außer die Clanburg, die hat er schon hochgebracht auf 30 Truppen, das ist nicht schlecht. Und truppenmäßig sah es eigentlich auch, glaube ich, ganz gut aus. Ja, bis auf die Valkyren, 5er Hawks, 3er Golem, okay. Den kann man ja jetzt erst auf 4 dann im Rathaus 9 Bereich bringen und so sieht das ganz gut aus. Auch hier hinten fauler Zauber, also auch den Giftzauber Erdbeben nicht gemacht. Okay, Erdbeben, aber den Giftzauber, na, den mache ich hoch. Also ich würde jetzt Gift und Eil hochziehen, denn das sind so Zauber, die brauchst du eigentlich immer, vor allen Dingen, wenn du einen Golalun machst. Und da hat er hier schon den Hund auf 2 und den Ballon auf 6, aber ansonsten hoffen wir mal, dass er wieder aktiver wird. Wir werden in jedem Fall aktiv mit einer ganz, ganz komischen Armee. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, in meinem letzten Video habe ich so einen Truppenmix gebaut, so einen Spendermix. Und irgendwie bin ich die Truppen dann nicht losgeworden und musste genau mit dieser Armee jetzt mal losziehen. Also 10 Bruder, 2 Hexen, 6 Hawks, 6 Miner, so wirklich von jedem so ein bisschen. Ich könnte jetzt hier hinten auch noch die letzten 4 Kacheln auch noch füllen, aber man kann ja auch scrollen. Aber mit der Armee hier, da habe ich schon gut gerockt, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht, bin natürlich nicht so hoch im Ranking im Moment, was die Liga angeht, aber mit der Armee kann man schon mal so ein bisschen was machen. Ja, ich verballer die dann natürlich immer vollkommen, also da bewahre ich mir jetzt nichts aus und ihr seht das an meinem Ständen hier oben. Ich habe ein bisschen Gold nachzufarmen, denn ich habe freie Bauarbeiter, das stört mich natürlich immer, bis auf einen, den lasse ich mir mal ganz gerne frei, für einen Helden oder für eine Mauer. Jesus, was ist das? Donnerwetter. Das ist immer ein schöner Neuner mit Infernos. Den nehmen wir mit. Ja, da hat er zwar einen Adler, aber den probieren wir mal wegzumachen. Ich glaube, hier ist bestimmt eine Sprungfalle. Da gesehen, vielleicht sogar noch eine. Gucken wir mal. Ja, noch eine, super. Dann haben wir die schon mal weg. Und dann kommen wir hier jetzt auch mit dem Truppenmix mal rein. So, jetzt muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ich setze jetzt schon mal meine Clanburg, denn ich weiß, was drin war. So. Mauerbrecher. Ich brauche die Mauerbrecher. Die Adler-Artillerie schießt jetzt zwar schon, aber auch das ist nicht so schlimm. Jetzt muss ich hier unten mal ein bisschen rumscrollen, dass die Meute hier auch in die Mitte geht. Denn die gehen in jedem Fall, denke ich mal, super in die Mitte. Meine Hawks können einfach mal so ein bisschen mit unterstützen hier. Hier in der Mitte muss ich allerdings jetzt auch mal ein wenig... Oh, entschuldigt, da bin ich, glaube ich, gerade mal ein bisschen lauter geworden. Da muss ich jetzt mal ein bisschen durchheilen hier. Und dann habe ich natürlich noch hier zur Unterstützung ein paar Loons. Das ist auch nicht schlecht. Und die Buddler schicke ich einfach mal nochmal Richtung Lager hier hinten. So, ja. Und ihr seht das, gar nicht mal so schlecht. Der Angriff war jetzt eher, naja, er war jetzt nicht so super pralle. Aber hier können wir nochmal ein bisschen vielleicht den Bowler und die Hexe durchheilen. Ich habe jetzt nur noch den Warden und einen Wutzauber. Kann ich den Wutzauber denn eigentlich gut verschwenden? Ich glaube, hier auf die Skelette, die da bringt das im Moment, glaube ich, am meisten. Die Hexen müssten jetzt auch einen kleinen Schritt nach vorne machen mit dem Bowler, jawohl. Machen sie auch. Ja, mit diesem komischen Mix hier, wie gesagt, da schlage ich mich einfach so ein bisschen mit durch. Die Base war jetzt nicht sonderlich schwer, da habe ich schon schwierigere Bases hier gemacht. Und von daher habe ich einfach mal so genommen, wie sie nun mal kommen. Und habe aber noch ein paar schöne Angriffe für euch. Ein Rathaus 10er und auch ein Rathaus 11er Angriff aus unserem letzten Clankrieg. Die ich mal wieder, ja, ich habe mir wieder ein bisschen was rausgesucht. Habe ein bisschen länger geguckt, was haben wir eigentlich gemacht. Und ich würde sagen, wir springen direkt in den ersten Angriff von Barnabas. Riesige RH10 Base hier, also wirklich ein Mordsteil hier. Ihr seht das hier. Wie der Kollege hier auf der gegenüberliegenden Seite, also auf der Gegnerseite, diese Base hier wirklich fast komplett ausfüllt mit Mauern und riesengroßen Segmenten. Und schauen wir mal, wie das hier gelöst wurde, dieses Problem hier. Denn RH10 auf RH10 und ihr seht das 26er Queen, 27er King, das ist ja noch so ein bisschen im RH9 Niveau. Und unterstützt von 3 Valkyren soll es hier jetzt also erstmal in die Base reingehen. Mauerbrecher Fail. Ich kann Mauerbrecher. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Fail war oder ob es nur zu wenig waren. Aber schön gemacht hier mit einem Golem den Valkyren. Okay, da lag jetzt eine Riesenbombe direkt noch am Inferno. Aber jetzt ist der erste Inferno schon mal weg. Also erstes Problem schon mal gelöst. Clanburg kommt raus.
wird jetzt schön durchgegiftet, also den Gift hier. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher, denn ich sehe immer wieder, dass man zwar den Gift wirft, aber ja, dieser Gift hier, gerade wenn Hexen aus der Clanburg kommen, der muss so wirklich geworfen werden, dass die Hexen auch so ein bisschen da reinlaufen. Also, weil die stehen ja erstmal nur rum und machen ihre Skelette. Ihr seht das hier, die bewegen sich erstmal kaum und die müssen natürlich so ein bisschen dann ein kleines Stück nach vorne kommen. Und also auch schön hier die Queen weggegiftet und dann geht die große Schweinerei hier jetzt los. So nenne ich das immer ganz gern. Also mit den Schweinereitern hier in die Base rein und schön immer so ein bisschen, ja, kann man auch so sehen, aber ich glaube, der Heil hier war super perfekt, denn die sind jetzt die ganze Zeit wirklich voll durchgeheilt worden, die Hawks hier. Und das ist ja auch manchmal ein Problem, wie werfe ich die Heilzauber? Werfe ich sie eher, dass die Hawks reinreiten, oder werfe ich sie eher auf die Hawks, dass die erstmal punktgeheilt werden? Und ich tue mich da auch manchmal ein bisschen schwer mit, weiß dann auch nicht, na, wie ballerst du jetzt am besten deine Heilzauber hier raus? Aber schön gemacht hier. Kann man nicht anders sagen. Und guckt euch diese Base an, wie riesig die ist. Das ist der Hammer. Also da musst du noch so ein bisschen Cleanup jetzt mit haben und hat sogar noch einen Heilzauber über. Ja, also richtig krasser Angriff hier. Rathaus 10 auf Rathaus 10 mit nicht ganz so hohen Helden. Und wirklich, wirklich schön gemacht hier. Fand ich jetzt zumindest. Also von unserer Nummer 7 Barnabas auf die Nummer 6 hier. Und jetzt muss nur das Rathaus fallen. Ah, schade, hier hinten knabbern jetzt noch ein paar Skelette an den Lakaien rum. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Die Masse an Schweinereitern hier. Und jetzt kommt der wie heißt es immer, Heal of Pain. Also nochmal den Heilzauber doch noch verworfen. Für nichts, um den Gegner nochmal ein wenig zu peinigen. Schönes Ding hier und wir springen direkt auf den Rathaus 11 Angriff. Und ihr seht hier eine Maxed Out RH11 Base, also hier ist, glaube ich, so wie ich das übersehen kann oder überblicken kann, alles Maxed hier. Und ja, ihr seht, mit was für einer Armee hier angetreten wird, also auch noch nicht Max Helden, 35er Queen, 25er King. Und ich denke, ist zumindest mit dem 20er Warden schon eine Armee, mit der du was machen kannst. Begonnen wurde das Ganze hier mit einem Sprungzauber, der hier einfach schon mal so reingelegt wurde, so nach dem Motto, so ihr Truppen, hier soll es lang gehen. Also schön gemacht, hier hinten so ein bisschen gefunnelt mit ein paar Bowlern, die schon mal hier hinten wegmachen, rechts und beziehungsweise auf der rechten Seite hier unten. Und jetzt geht das hier über das Lager mit Heiler und Bowler weiter. Also die Heiler werden jetzt hier unten auch zu den Bowlern gebracht. Okay, da sind jetzt nur zwei Bowler in Heilung, aber schön gefunnelt hier. Also der Funnel war wirklich, wirklich ausgesprochen gut. Und jetzt geht das hier schnurstracks durch die Mitte durch. Und ihr seht das auch hier, der Kollege vom Gegner hat schon richtig viele Mauern auf 11. Also da geht es ja jetzt wirklich rund, was das Farm angeht, denke ich mal. Viele Rathaus 11er, die ja schon ewig Max sind und ewig nur so ein paar Mauern nachmachen konnten, werden jetzt wieder richtig Spaß am Farm haben. Auch wenn es nur Mauern sind, denn ich gehe mal davon aus, dass die ihre Bomben jetzt auch schon alle fertig haben. Die laufen ja nur so zwischen drei und fünf Tagen oder so. Und das ist natürlich schon nach dem letzten Update alles schon wieder Schnee von gestern. Also man wartet schon wieder drauf, was kann noch passieren. Ich bin auch hyper gespannt, was in diesem Jahr vor allen Dingen noch kommt, was uns da noch erwartet. Ich hoffe, ich hoffe, dass Rathaus 12 nicht so früh kommt, dass ich wenigstens mit Rathaus 11 relativ mich dem Ende näher, bevor es dann mit 12 losgeht und ich nicht wieder so stark hinterherhinke. Ich meine, ich bin jetzt mit dem 11er hier relativ schnell vorangekommen. Liegt natürlich auch an den Clanspielen, an den Büchern. Da ist wirklich, man kann wirklich schon ein bisschen Zeit sparen, obwohl man eigentlich ja nicht wirklich Zeit spart. Denn wenn ich jetzt irgendwas mit einem Buch hier ausgebe, dann muss ich das ganze Zeug auch nachfahren, wenn ich erstmal auf Null bin und habe eigentlich nicht so viel gespart. Aber ich brauche natürlich nicht 14 Tage, um mir wieder 10 Millionen reinzufahren. Aber schöner Angriff hier. Ich habe den einfach mal laufen lassen. Schönes Ding hier, also auch gar nicht mal so mit den Supermax-Helden hier. Und ja, Zeitmanagement hat er ja auch nicht gehabt. Schönes Ding. Und den CK hier haben wir auch 89 zu 87 gewonnen. 89, ja. Einer blieb hier noch offen. Also mal ein starkes Ding für uns. Nachdem wir in der letzten und beziehungsweise in der vorletzten Woche zweimal 100% kassiert haben, baut uns das natürlich wieder ein bisschen aus. Kleine Serie. Und ich habe auch jetzt wieder so eine komische Truppe am Start.
Die will ich jetzt aber nicht aufnehmen, die muss ich erstmal üben. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also wieder ein bunter Truppenmix, ein Zeitmanagement, was hoffentlich ein bisschen besser wird von mir. Entschuldigt nochmal, in den kleinen Tirol 1809 soll nicht wieder vorkommen. Hier kommt es im Moment nicht vor. Ich bereite mich nämlich hier so ein bisschen auf Übungsangriffe vor, damit die mich mal wieder mit in den Klarkrieg nehmen. Bis dahin, euer Toto Fleschner.